war begeistert von meiner Liebe mit meiner Mutter. Ich dachte, Mama, das werde ich noch besser machen. Nee, da war total. Now listen to my story, I won't sing you a song. And I tried to do my best, not make it. This fellow treat me gently, but... So, dann mache ich jetzt gleich mal wieder eine Vorführung, wenn du nichts dagegen hast. Tu kurz mal so die Grundlagen von Gleichbau, tu ich Ihnen gerne mal so ein bisschen erklären, wenn Sie da Interesse dran haben. Wenn Sie Fragen haben, einfach auch mal unterbrechen, wenn da was unklar ist. Die allererste Eisenbahn in Deutschland und auch drüben in England, die wurden gebaut, dass einfach Schienen auf Steinwürfel gesetzt wurden. Und da wurden Löcher gebohrt in diese Steine und dann kamen da Holztübel rein und entweder mit Nägeln oder mit Schrauben hat man diese damals noch sehr leichten Schienen hat man darauf befestigt. Wir haben natürlich hier etwas anderes Kaliber, das ist natürlich jetzt schon entwickelt in dem Sinn, dass wir also Gleise haben, die natürlich wesentlich höhere Lasten auch tragen, auch höhere Geschwindigkeiten. Und das, was wir jetzt, wo ich jetzt hier drinnen stehe, das Gleis ist natürlich überarbeitungsbedürftig. Man sieht das sehr gut hier an den Schwellen. Ja, das heißt, hier muss was getan werden. Das werden wir auch in diesem Jahr noch machen. Das Gleis wird komplett erneuert. So, man hat zu Beginn, hat man dann gemerkt, auf diesen Steinwürfeln die Schienen zu befestigen, war zwar möglich, war aber zum einen sehr teuer und trotzdem hielten sie nicht so lange. Und da ist man dann rangegangen, hat dann die Schwellen dann getränkt, damit die etwas länger halten. Und dann sieht das so aus, dass so eine Holzschwelle, so eine moderne Holzschwelle, sage ich jetzt mal, das ist natürlich jetzt nur so ein Stück davon, soll natürlich einen rechteckigen Querschnitt haben und soll eine Fläche haben, wo auf jeden Fall auch die relativ gerade ist. Die sind dann in der Regel immer noch gefräst, diese Stellen, damit man dort sehr gut die Schiene befestigen kann. In der Anfangszeit der Eisenbahn ist man dazu übergegangen, dass man die Schiene einfach genommen hat, hat sie einfach auf die Schwelle so draufgesetzt. Mach mal. Und hat dann mit Holzschrauben oder mit Nägeln einfach die Schiene festgenagelt auf den Schwellen. So hat es das früher auch in Nordamerika viel gegeben. Nur das hat nicht sehr lange gehalten. Das hat also sich sehr schnell gezeigt, dass entweder diese Verbindung mit dem Nagel oder mit der Schraube, dass das nicht lange hielt. Und auch, dass die Holzschwelle, dass die sehr schnell dann ausfranste, wo die Schiene drauf lag, weil die Kräfte waren doch relativ groß. Dann hat man erstmal mit so untergelegten Blechstreifen experimentiert. Dann kam man ab etwa 1900 zu dieser Befestigungsform, dass man praktisch eine Rippenplatte gemacht hat, mit einer Nase angegossen, um dann praktisch die Schiene zu befestigen. Das hat man dann so gemacht, dass man die dann da festgeschraubt hat, hat dann eine Seite von der Schiene nur drunter geklemmt und auf der anderen Seite mit einer Schraube die Schiene befestigt. Das hatte sich aber gezeigt, das war auch den schnell wachsenden Zuggewichten und auch der Geschwindigkeit, die man fahren wollte, war das auf die Dauer nicht gewachsen. Und da hat dann so ab 1920 hat man das entwickelt, das nennt sich der Reichsbahnoberbau von K. Das bedeutet auch wieder so eine Unterlagsplatte, aber wesentlich größer. Und dann ist hier sogar schon eine Neigung eingearbeitet. Das heißt, die Schiene soll nicht gerade dort sitzen, sondern die soll leicht geneigt sein, zur Innenseite hin. Da werden Hakenschrauben werden links und rechts eingesetzt, eine Klemmplatte kommt drauf und dann mit einem Federring und einer Mutter wird die Schiene auf dieser Unterlage, auf dieser Rippenplatte festgeklemmt. Weil das Ganze muss elastisch bleiben, weil dann hält es nämlich auch relativ lang. Und diese Bauform tut die Deutsche Bahn heute noch in normalen Hauptgleisen immer noch verwenden. Und auch wir hier auf der Ahrtalbahn ist es bei uns zu 95% sind bei uns die Schienen so befestigt. Und wir haben, da liegt hinten, wo der junge Mann steht, ganz dahinter, da liegt eine Stahlschwelle. Die Ahrtalbahn ist auf 95% ihrer Streckenlänge, ist die auf Stahlschwellen gebaut. Das heißt, die Stahlschwellen halten auch nochmal deutlich. Das ist auch mein, das ist meine Lieblingslokomotive, die Lok da. Baujahr 41. Ja.
Ja, aber ich tue es nicht jetzt mal raus. ...2010 tatsächlich auch passiert. Die Einweihung fand aber trotzdem nicht statt. Warum war das so? Wir brauchen keine Schrankenanlage einweihen, wenn wir nicht wissen, wie es mit dem Laden weitergeht, um es mal politisch salopp zu formulieren. Das war der Stand im Jahr 2010. Wir wussten nicht so genau, wie geht es mit der NTB weiter. Gehst du bitte den anderen mal abrufen? Hast du vergessen? Philipp erklärt hier. Machst ein Video aus an? Ja. Schön. Mach ruhig weiter. Ich bin voll und ganz in meinem Element. Möchtest du auch mal? Noch 3 Minuten. Schau mal, gleich darfst du nur noch 100. Gar keine Am besten nicht mehr als 100 beschleunigen. Ja. Wenn du die 100 oder 99, sage ich jetzt mal, erreicht, du brauchst jetzt nicht die ganze Zeit zu drücken. Das bleibt so. Aber jetzt musst du wieder diese Taste drücken. Weil du darfst ja jetzt gleich nicht über 100 fahren. Ganze Zeit so? Ja. Okay. Nee, musst du nicht. Das bleibt ja jetzt aber so. Filmst du nicht? Ich komm schon wieder Zeit. Vor Jahren in das Land, wo er statt Gold einen kleinen Job als Streckenwärter fand. Kenny Jones, du hast den Zug, Javier. Kenny Jones, du wurdest nie ein reicher Mann. Doch da